nochmal? Wie ging das nochmal? So, warte. Gut, bin in der Gruppe. Das. Nein! Das da. Wieso will ich gerade nicht? Ja. Einfach ran. Wie findest du mein neues Zen mit Schokobo? Mega cool. Also mit Schokobos, ich liebe Schokobos. Ich bin ja immer noch dabei, meinen Verlobten zu überreden, dass er mir ein Schokobo-Kuscheltier holt. Er möchte nicht. Er möchte meine Sucht nicht unterstützen. Kurumi! Schönen guten Abend! Was treibt dich denn zu so später Stunde noch hierher? Das habe ich gekommen, weil ich einen Freund, der meinen Code angegeben hat, 90 Tage FF14 abonniert hat. Ah! Okay. Okay. Warte. Ich bin immer noch bei mir im Mod drin. Dann kann ich schlafen. Oh, okay, das kenne ich. Das kenne ich. So ging es mir die letzten Tage. Eigentlich heute auch. Eigentlich heute auch. Ich bin eigentlich auch nur wach, weil ich tatsächlich nicht schlafen kann. Und weil ich Level 47 erreichen wollte. Ich bin Level 47 und ich will trotzdem noch nicht ins Bett. Ne? Klappt schon wieder super. Schon ist gut, ne? Also wenn ich bedenke, was Luna teilweise hier für Level macht, bin ich echt niedrig mit meinen 47. Aber ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Wird ja langsam, ja. Mein Plan ist, jetzt im Laufe der Woche Level 50 zu schaffen. Meint ihr, schafft das? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Bald bist du 70, dann kann ich mitkommen. Wäre auf jeden Fall cool. Warte mal. Nein? Einmal raus. Einmal raus hier wieder. Oh, die fette Katze. Fette Katze. Ah. Ah. Ich will die fette Katze haben. Ich will den Schokomuppel haben. Oh Gott. Oh Gott. Luna, ich bin mir nicht sicher, ob es das besser macht. Ich will diese fette Katze haben. Ich werde diese fette Katze niemals kriegen. Weißt du, Luna schickt mir jetzt gerade so alles. Das ist der Ausfall. Ja. Also gut. Entweder. Luna, tatsächlich, wenn ich mir die Sachen selber kaufe, bringt mein Freund mich um, weil ich sie gekauft habe. Wenn ich ihm sage, ich möchte die Sachen haben, zeigt er mir den Vogel. So, haben will, alles haben will. Ich werde, die Katze hat ja nur 216 Euro. Ja, kein Problem. Ganz ehrlich, irgendwann... Oh Gott. Irgendwann, wenn ich dann vielleicht mal genug verdienen sollte. Warte, lass mich raten. War doch Studdle? Ist Studdle wieder da? Ja, Studdle ist wieder da. Nee, aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal mit meinem Shop, also mit der Selbstständigkeit, mit dem Stream genug Geld verdienen sollte, dann hole ich mir die fette Katze. Und dann geht kein Weg dran vorbei. Dein Name verrät dich. Du brauchst nicht Nein sagen. Dein Name verrät dich. Wie viele sind 216 Euro im Bits? Oh Gott. Also
ein Euro sind 100 Bits. Glaube ich, oder? Liege ich falsch? Liege ich richtig? Das heißt, ja, doch. 21.600 Bits könnten... könnten richtig sein. Glaube ich. Ich bin immer zu scheiße. Ich bin froh, wenn ich weiß, was 1 plus 1 ist. Ich liege im Bett und schlafe. Diese hattest du nur nicht mitbekommen. Oh Mann. Ja, dann eigentlich. Also eigentlich, mein Plan war es, vor gut 2 Stunden im Bett zu sein. Ich wollte vor 2 Stunden ins Bett. Ja. Sieht man mich im Bett? Nein. 100 Bits kosten. Ja, aber tatsächlich, wenn man, ich glaube, 100 Bits sind nur, nee, 100 Bits sind noch nicht mal 1 Euro. Weil, oh Gott. Weil diese 100 Bits sind dann ja quasi in Dollar gerechnet und du musst dann Dollar nochmal in Euro umrechnen. Weiß ich, doch, doch, müsste eigentlich sein. Genauso wie ein 4,99 € Abo nicht 4,99 € bei mir sind, sondern ich meine, wenn ich es richtig verstanden, richtig gesehen habe, sind das dann 4,99 €, also nicht 4,99 €, sondern meine ich als 4,99 € gerechnet und ich kriege davon, glaube ich, 2,30 €. Ne, 2,25 € kriege ich. Umgerechnet. Ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen. ein Dollar sind momentan 82 Cent, ja. Okay. Ja. Ich habe tatsächlich mal umgerechnet, wenn ich, also jetzt spaßeshalber, wenn man 2000 Dollar hat, das sind nur 1600 irgendwas. In Euro. Die Steuern davon noch nicht abgerechnet. Du musst ja noch Steuern zahlen. Ich weiß wohl nicht, ob ich schon Steuern zahlen muss oder... Ich bin ja noch neu. Komplett neu. Nur. Ja, nur im Sinne von... Ne, 2000 oder... Ne, die volle Summe ist nicht gleich die volle Summe. Mir reicht es auch, wenn ich einen 1 Cent kriegen würde. Das würde mir auch vollkommen reichen. Mir würde es auch reichen, wenn ich gar nichts kriege. Das ist mir tatsächlich egal. Also Stream tue ich nicht wegen Geld. Stream tue ich einfach, weil ich gerne zocke. Und weil ich neue Leute kennenlernen wollte. Und ich es auf anderem Wege nicht schaffe. Das klingt armselig, ich weiß. Aber nein, nein, Stream macht mir echt Spaß. Und vor allem, ich glaube, ich habe echt Glück mit den Leuten, die hier drin sind in der Community jetzt schon. Weil tatsächlich, so, ich finde, jetzt schon so ein fester Bestandteil machen, gut, einmal die, die halt von mir aus Privatleben noch mit dabei sind, aber ich finde, Luna und Daddy zum Beispiel machen auch schon so ein bisschen was aus. Das Gesetz der hohen Zahlen, wenn du bei sowas eine hohe Zahl nimmst, dann klingt es immer schlechter als eine kleine Zahl. Ja. Definitiv. Eine kleine Zahl klingt immer richtig cool, richtig toll. Wenn du dann allerdings hochrechnest, also wirklich eine hohe Zahl nimmst, wie ich jetzt halt mit 2000, das war halt wirklich nur spaßeshalber. So, und dann denkst du, ach scheiße, ja, das sind ja nur. Wenn du dann aber zum Beispiel rechnest, dass du halt eine kleine Summe kriegst, wie zum Beispiel 5 Euro, dann ist das schon wieder eine Menge. Als Kind hätte ich jetzt gesagt, Gott, wie viel Kaugummis hätte ich mir von 5 Euro kaufen können? Das wäre eine Masse. Ich wäre mit so einer Tüte ein Kaugummis nach Hause gegangen. Also, ne? So. 1 Million US-Dollar sind nur Euro. Ja. Ja. Was klingt besser? Ja. Hast du vollkommen recht. Also, ja. Es sind wirklich nur Zahlen, ne? Es sind einfach nur Zahlen. Aber wenn du halt zum Beispiel gefragt wirst, das werde ich halt in meiner Familie ganz oft so, verdienst du damit überhaupt was? Ist das denn so? Wo ich mir dann sage, ja, aber das ist für mich tatsächlich das Haupt... Klar, freue ich mich drüber, um Gottes Willen. Auch über jeden Bit, über alles freue ich mich. Aber das ist für mich nicht das Wichtigste. Aber ich finde es dann halt schon witzig, wenn ich dann immer so vergleiche, so die Summe, umgerechnet in Euro, dann noch die Steuern abziehen, wo ich mir dann auch denke, ja... Toll, wie viel bleibt dann da übrig? Und da sind die Steuern aus Deutschland noch nicht mit eingerechnet. Aber ich glaube, in Deutschland muss man erst ab einem gewissen Mindestsatz zahlen. Aber auch da bin ich mir nicht sicher.
Das ist alles doch so vage. Den Affiliate-Status noch nicht aktiviert habe. Ich will nicht, dass man mir was an Geld gibt. Ich das nur zum Spaß machen will. Ja. Ja. Ja, bei mir war es halt. Ich wollte es ausprobieren. Und ich wollte halt. Also grundsätzlich war es eigentlich eher nur wegen der Emotes. Weil ich mir schon immer gewünscht habe, dass ich so meine eigenen Emotes reinbringe. Es war nicht wegen Geld. Ich wollte nur meine Emotes haben. Also ein Grund, warum. Also man kann sie ja auch mit Kanalpunkten freischalten. Man musste ja nicht unbedingt ein Abo abschließen, um die Emote zu kriegen. Man kann ja auch wirklich einfach nur mit den Kanalpunkten das machen. Und das wollte ich halt. Ich wollte halt einfach nur mit diesen Kanalpunkten meine Emotes haben und tatsächlich Leute finden, die dieselben Interessen haben wie ich. Und wie du und ich, Luna zum Beispiel, oder Daddl. Wir können uns da wunderbar drüber unterhalten. Ich habe jetzt so viele Leute über Final Fantasy kennengelernt, die ich privat gar nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht streamen würde, glaube ich. Weil privat, ich rede nicht mit Leuten. Frag mich nicht warum, ich rede einfach nicht mit Leuten. Ich habe Angst vor Menschen. Tatsächlich, ich habe Angst vor Menschen. Im Stream kriege ich es aber wunderbar hin. Es ist verrückt. Wir können uns unterhalten. Ja, Daddl, wir können uns unterhalten. So, warte. Bevor wir jetzt hier blöd rumstehen, einmal gucken, wo ich hin muss. Ostweit auf jeden Fall. Wenn du das sagst. Oh komm, Daddl. Meine Fantasy warte nur auf Endwalker. Ich muss es mir noch vorstellen. Ich muss es mir echt noch vorstellen. Aber ich glaube, das kann ich erst, ja, im Juli. Ich meine, im Juli kann ich's. So, das. Gruppe. Ich habe immer Angst, dass ich das Ding in irgendwas anderes reinschicke. Fun Fact: Der FF14 Twitch-Account ist Partner. Man kann aber weder abonnieren noch Bitch spinnen. Okay. Sehr cool. Ich gehe morgen auch kurz online, will mir noch ein Haus kaufen. Ich will auch ein Haus haben. Ich hab nicht bei Ansatzweise so viel Geld, ob ihr. Die Zeit habe ich, um auf ein Haus zu warten. Die Zeit habe ich. Ich habe nur nicht das Geld. Das ist. Was? Jetzt erst? Ja, okay. Nein, ernsthaft? So, ich streame seit 9,5 Stunden und jetzt kriegt er sich eine Nachricht. Wozu macht man das eigentlich? Nein, ich bin nur auf dem falschen Realm. Alles gut, alles gut. Alles lieb, aber. Ich traue das nicht. Weißt du, ich könnte Luna schon einmal links und rechts wegen dieser dicken Katze, aber ich bin Luna auch so dankbar wegen der dicken Katze. Und ich. Luna! Nein! Nein, das hätte ich nicht angenommen. Das weißt du. Das hätte ich nicht angenommen. Das hätte ich nicht angenommen. Vergiss es. möchte mir morgen ein großes Haus kaufen, kostet also 45. Die will nicht hergeben. Nee. Wie gesagt, ich hätte es auch nicht angenommen. Ich hätte es auch nicht angenommen. Bei Geld hört der Spaß auf. Ey, ganz ehrlich, es ist schon so viel wie mit der dicken Katze, mit. Oh Gott, wie viele Begleiter? Mit den ganzen Begleitern. Also. Weil. Warte, das habe ich von dir, 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 das habe ich nicht von dir. Die anderen auch nicht. Das weiß ich gar nicht. Doch, das habe ich eigentlich auch von dir. Ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Sachen nicht und die bekommt man per Quest. Also. Nein. Nein. Und wenn.
Wenn, würde ich es nur im Austausch für etwas geben, was du auch gebrauchen könntest. Wenn, dann nur im Tausch. Für was anderes nicht. Und wenn es irgendwas hier im Stream wäre. Das wäre mir dann... egal, aber nein. dafür habe ich dich tatsächlich zu lieb, als dass ich dein Geld annehmen würde. In-game, beziehungsweise woanders. Nein. Kann man nicht sprengen? Nein! Kann man nicht! Einfach nur nein. Ist so, Luna, ist so. Ich glaube, ganz ehrlich, ohne dich und tatsächlich auch ohne Winona, ich hätte, glaube ich, FF14 nicht weitergespielt. Das ist so, ihr seid so mit der Grund, warum ich das überhaupt weiterspiele. Und wieso es mir so viel Spaß macht. Und vor allem, wir beide, allein wegen Animes und... ich habe jemanden gefunden, mit dem ich über Animes reden kann. Und der Katzen liebt. Ich meine Katzen. Es gibt nichts Geileres als Katzen. Katzen sind toll. Katzen sind super. Ich liebe Katzen. Ich brauche Katzen in meinem Leben. Es gibt nichts Besseres als Katzen. Warte, bin ich falsch? Bin ich richtig? Nee, ich bin richtig. So, Tachchen. Mau. So. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Aber Luna, jetzt, wo du da bist, tatsächlich, das ist das erste Mal, dass ich bei etwas wirklich eine Hilfe frage. Ich bräuchte bei der Hauptquest tatsächlich Hilfe. Ich bin vorhin die ganze Zeit gestorben. Ich bräuchte dann bei der Hauptquest einmal kurz, weil irgendwie sterbe ich durchgehend. Ich habe da die Neigung, dass ich zwei oder dreimal jetzt gestorben bin, weil mich die Monster platt gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu müde bin dafür oder ob ich einfach zu scheiße bin dafür. Ich glaube, heilen reicht. Töten würde ich, glaube ich, alleine hinkriegen, aber heilen wäre echt cool. Miau. Okay, ist schon weiter weg, ne? Nee, aber heilen reicht. Ich bin so blöd, über dieses Ding zu springen. A few moments later. Weil ich überlege zu fahren, mir ein großes Haus zu kaufen. Ich weiß nicht, ob jetzt in naher Zukunft noch eine Indie kommt. Eine wollte ich eigentlich heute noch machen, aber ich weiß nicht, wie weit sie jetzt entfernt ist von der Hauptquest her. Da kennt ihr beiden euch, glaube ich, besser mit aus. Ich bin jetzt halt gerade hier Stufe 44, bitte melden. Weiß ich, ab wann da ungefähr eine Indie kommt noch. Die letzte war jetzt Garuda? Doch, die letzte war Garuda. Weil wenn es jetzt nicht allzu lange dauern würde, würde ich vielleicht noch eine machen. Wegen Stufenaufstieg und so. Mhm. Also die normale 49... Okay. Okay, das dauert. Das dauert. Wie gesagt, bin jetzt Stufe 44. Also bei der Hauptquest Stufe 47. 49 werde ich, glaube ich, heute nicht schaffen. Hier Goldklampf frei, aber... bei dem Aber hört es schon auf. Ich glaube, das klingt nach sehr viel Arbeit und Zeit. Und oder Geld. Eins von den drei Sachen. Vielleicht auch alles. Ich glaube, es ist eine Indie, die will man nicht machen. Und wieso will man die nicht machen? Wir unterstützen. Ich bin professioneller Entblößer, Streamstörer und Kai ist mein Kumpel. Ja.
Warte, wo ging's hier rein? Nein, lasst mich in Ruhe! Ich will euch nicht, lasst mich. Ich hab keinen Bock auf euch. Bitte dann tanken. Also wie gesagt, ich hätte schon Bock auf eine Inni. Mit euch beiden sowieso, davon mal ganz abgesehen. Warte. Ah, oder doch, warte, ich hab's beim letzten Mal fertig gekriegt. Okay, ich brauch trotzdem deine Hilfe wahrscheinlich gleich. Echt 7 Mal. Und, gut, ich will dir das nicht antun. Ich wäre froh, wenn ich so schon eine Inni schaffe. Ich lese auch schon gar nichts mehr vor, davon mal ganz abgesehen. Bin aber froh, dass ich das eine Ding hier schon fertig habe. Ich weiß jetzt nur nicht. Muss ich hoch? Hoch, muss ich runter, muss ich hoch, muss ich runter, bis hoch, muss ich runter. Trifft, also eine Frage habe ich tatsächlich nochmal. Trifft man eigentlich auch die anderen prima eh? Also, wir hatten ja jetzt Ifrit, wir hatten Detan und wir hatten Garuda. Trifft man die anderen, von denen die Rede war, auch noch? Ein einfaches Ja würde reichen. Also, es war ja in mehreren Sequenzen die Rede von den anderen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die alle hießen. Es gibt ja... Wie gesagt, wir hatten jetzt Garuda, wir hatten Titan, wir hatten... Leviathan gibt's, glaube ich, noch. Leviathan? Die anderen weiß ich gerade nicht. Mindestens einen gibt's ja noch. Deswegen... Zeig dein Haustier. Ja, mache ich gleich. Die Rüstung ist mega. Die sieht... ähnlich aus wie die von... Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Wie heißt der denn? Kane aus FF4, der Dragoon. Ist die Dragoon-Rüstung, oder? Oder, oder, oder? Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Mega geil. So, okay, warte. Ist auch ein Dragoon. Okay. Ja, dann ist es von Kane aus FF4. Okay, zeig dein Haus hier. Warte. Dann, warte. Ich hab's noch geöffnet. Mach ich aber ganz schnell. Ich hoffe, ich finde hier irgendwas. Problem ist, dass halt dieses eine FF4-Fenster hier gerade vor mir prangt. Deswegen. Warte, machen wir das einmal kurz aus und machen wir das einmal an. Und hier haben wir einmal wieder Salem in meiner alten Wohnung. Auf seinem frischen Kratzbaum, den ich ihm damals gekauft habe. Da hat er ihn gerade eingeweiht. Da hat er hier, also hier hat er sein allerliebstes Kuscheltier. Und den Kratzbaum hatte ich ihn, ja, ungefähr 10 Minuten vorher aufgebaut. Der guckt mich nicht an. Ich habe tatsächlich wenig Bilder, wo Salem guckt. Tatsächlich habe ich da sehr wenig Bilder von. Aber Salem ist mein Goldkätzchen. Ich liebe Salem. Es ist mein Ein und Alles. Oh, vor ein paar Wochen, ungefähr einem Monat, sag ich jetzt mal, ging Salem gar nicht gut. Also da hat er wieder seine Gastritis. Gehe ich zumindest mal von aus, dass das Gastritis war. Und er hat sich halt die ganze Zeit übergeben. Und ich habe meinen Verlobten sowas von verrückt gemacht. Ich habe die ganze Zeit nur gesagt, was ist, wenn der Kater stirbt? Ich habe geheult. Ich saß echt einfach nur noch da, ein komplettes Wochenende lang. Ich habe nur noch geheult. Ich wusste, ich hatte halt dem Gefühl, okay, der hat nur eine Gastritis. Er verträgt einfach gerade zur Zeit sein Essen nicht. Aber ich war so fertig, ich habe nur geheult. Ich saß nur depressiv irgendwo in der Ecke, habe diesen Kater gestreichelt, mit mir war nichts anzufangen. So, und wenn mit mir nichts anzufangen ist, also wenn es mir wirklich richtig scheiße geht, dann geht es auch meinem Freund scheiße. So, und Frisches kann dann überhaupt nichts mehr machen. Das heißt, er ist dann eigentlich angepisst,
von seiner depressiven Art, von meiner depressiven Art, weil das seine auslöst. Und irgendwie... Ja, und ich habe mir solche Sorgen um diesen Kater gemacht und habe ich halt nur gemeint so, ja Schatz, können wir dann am Montag zum Tierarzt fahren, wenn du von der Arbeit kommst? Er früher, also wirklich früher Feierabend gemacht, nach Hause gekommen, 16 Uhr hatten wir dann einen Termin, hingefahren, Kater hingebracht. Und ich war, und Salem, der hatte so einen Hass auf mich, ne? Und das hat mir echt das Herz zerbrochen. Er gejammert, gejault, gekratzt, völlig panisch gewesen. Aber wir haben Gott sei Dank direkt die Straße runter halt einen Tierarzt, wo wir halt zur Not hin können. Hingefahren. So, Karte rausgepackt, Freund im Auto gewartet. So, ich rausgeholt, Blut abgenommen, alles Mögliche, alles gemacht. Und ja, ich dann halt ihm quasi die Pfote gehalten. Ja, dann von der Ärztin halt gesagt bekommen, okay, welches Futter kriegt er, das und das kriegt er. Gut. Das soll ja nur noch weiterhin klingen. Vielleicht ein bisschen gemischt mit dem alten Futter. Damit halt was Neues bleibt und... Ja, es war Stress pur. Also ich bin... Ich glaube, wenn Salem nicht, irgendwann nicht mehr sein sollte... Ich mag da gar nicht dran denken. Das ist so... Er ist mein Liebling. Mit ihm bin ich aufgewachsen tatsächlich. Ich glaube, seit ich... Warte, wie alt ist er? Er wird dieses Jahr 9. Wie alt war ich vor 9 Jahren? Ich glaube mit 14, 15, 16, glaube ich. Haben wir ihn bekommen. Und da war er so klein, er hat in unsere Hand, er hat wirklich in meine Handfläche gepasst. Und ich weiß noch, als wir ihn abgeholt haben, der hat mich totgekratzt. Ich saß hinten mit ihm. Ne? Auf der Rückbank und... Wie war das eben mit Mathe? Hör auf mit Mathe. Hör auf mit Mathe, warte mal. Warte mal. Das will ich jetzt nicht wissen. Scheiße. Okay. Ich kann nur nicht mal Kopf rechnen, ey. Ich war 14, wurde 15, so. War ich doch gerade richtig. Nee, aber ich kenne den Kleinen seit klein auf und... Ich finde das so gut. Ich müsste meinen Kater vor rund 25 Jahren einschläfern lassen, wo ich mir Katze wünschen könnte, dass sie mir die meine nicht ersetzen. Das wäre das einzige Lebewesen, wie das mir ein Lied zufügt. Ja. Also, ich habe in meinem Leben habe ich jetzt schon 3 Kater verloren. Tatsächlich. Ich bin immer mit 2 Katzen aufgewachsen. Die ersten beiden, die ich hatte, hießen Momo und Merlin. Ich glaube, tatsächlich bis heute habe ich von dem einen Kater tatsächlich Trauma mit erlitten. Weil ich bis heute immer noch... Also, das Problem bei dem einen Kater war halt, er hatte Wasser in der Lunge. Und ich habe das... Also, wir sind halt hingefahren... hat er halt Zahnprobleme. Ihm musste ein Zahn gezogen werden. So, sind wiedergekommen. Und ich habe zu Hause schon gemerkt, okay, da stimmt was nicht. Meine Eltern haben halt überhaupt nicht drauf reagiert. Und ich meinte so, Mama, guck dir meine Karte an. Er atmet komisch. Er hat halt geröchelt. Er hat nicht mehr normal geatmet, er hat halt geröchelt. So, und Mama dann so, ja, passt schon. Mein Vater, nicht da gewesen. So. Dann 3-4 Tage später mit dem Kater zum Tierarzt gewesen. Und ja, dann er hat gesagt bekommen, ja, aber er hat wahrscheinlich Wasser in der Lunge. Spritze mitbekommen. Nee, stimmt, der Kater war gar nicht da. Wir haben es einfach nur beschrieben, haben Spritze bekommen, sollten ihm das zu Hause geben. Und ja, wir haben es ihm dann zu Hause gegeben. Und ich musste dieses Tier festhalten. Und ich konnte es allein seelisch schon nicht. So, meine Eltern haben halt gerade die Spritze halt gerade reingesetzt. Ich habe das Tier losgelassen. Ich konnte nicht, weil ich ganz genau wusste, was passiert ist. Ich bin ins Zimmer gerannt und ich habe nur noch den Todesschrei von dem Tier gehört. Ich habe ihn nur noch schreien hören. Bin ins Zimmer. Und seitdem habe ich tatsächlich Angst davor, mit einem
mit einem Kater im Auto zu sitzen, weil ich jedes Mal Angst habe, dass dasselbe wieder passiert. Und das ist so das schlimmste Erlebnis, was man als Kind, finde ich, miterleben kann, wenn einem Tier oder einem das Tier wirklich wichtig ist, dabei zuzusehen, wie dieses Tier stirbt, das eigentlich fast sogar durch die eigene Hand, weil die Eltern zu dumm waren. Weil wir hätten das Tier retten können. Wir hätten es retten können. Wir hätten eine Kater retten können, wären wir 2 Tage eher beim Tierarzt gewesen. Hätten sie auf mich gehört. Und es war mein Lieblingskater. Er hat jeden Abend vor meiner Tür gesessen, jeden Abend mit mir gekuschelt, war immer da. Und meine Eltern haben nicht auf mich gehört, weil ihnen das Geld wichtiger war. Und ich dachte so, Alter. Nee. Und seitdem habe ich jedes Mal Angst, wenn ich mit Salem zum Tierarzt muss, dass dasselbe nochmal passiert. Dass er vor Angst durch die Autofahrt Wasser in die Lunge kriegt. Weil das passiert ja auch, wenn ein Tier zu schnell atmet oder so. Nee, ich habe panische Angst. Und ich gehe meinem Freund jedes Mal auf den Sack damit, wenn dieser Kater mit dem Auto sitzt. Und ich denke mir so, scheiße. Nein. Nein. Einfach nur nein. Also ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn Salem irgendwann nicht mehr da ist. Oder Leo oder Gizmo. Das wäre das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Thema Katze, ja. Ja. Also da bin ich echt vorbelastet. Das ist alles für dich da. Danke, Luna. Danke. Ich hoffe echt, also wie gesagt, Salem ist 9 Jahre alt. Es geht ihm bis auf halt das Magenproblem, geht es ihm soweit super. Ich hoffe, er macht doch mindestens nochmal genauso lange. Mindestens nochmal genauso lange. Wenn nicht, dann ist es so, aber oh Gott. Ja. Nee, das ist mein Liebling. Das ist mein Liebling. Und tatsächlich, mein Kater, also Salem, hat mich tatsächlich drauf gebracht, zu diesem Thema Samtpfoten und Obermiezen und was weiß er. Wirklich dieses komplette Twitch-Ding hier. Das hat mich eigentlich mein Kater gebracht. Mit diesem, ne, Katzen-Quatsch quasi. Also nicht nur, weil ich Katzen liebe, sondern halt auch, ne? So Salem als Logo. Ja doch, das ist mein kleiner Dicker. Kleiner dicker Fratz. So, genug der traurigen Sachen. Ich habe schon wieder meine 5 Minuten. Die Rüstung ist cool. Oh Mann. 199,99 € könnten Sie jetzt meine Schulter im Voraus mieten. Für den kleinen Aufpreis von 649,75 € erhalten Sie eine kleine, aber bequeme Kiste dazu. Das ist ja auch, legt sich ins Katzenköpfchen. Mich hat etwas auf das Thema Neko gebracht, was etwas weird ist. Okay, und was? Ah. Ja, haben will. Vom Namen her auf jeden Fall. Doch, ich glaube, mir sagt er was. Warte. Nein, nicht ganz direkt drin, warte. Es war immer noch nicht, aber es ist passt schon. Stimmt. Hast recht.
Wir wollen nur das, das Mount haben. Und knuddeln. Also dann, was denkst du denn schon wieder von uns? Unglaublich, ey. Dann habe ich gesagt, ja, ja. Sowas kenne ich, sowas kenne ich. Wie gesagt, bei mir hat mich mein Kater draufgebracht. Ich denke grundsätzlich nur das Schlimmste von euch. Ja, das weiß ich mittlerweile, Daddel, das weiß ich. So, mal gucken, ob ich mich verlaufe. Ob ich mich verlaufe, ob ich meinen Weg finde, ob ich überhaupt mal was kann. Ich liebe dieses goldene Viech, ne? Ich will es haben und ich jammere immer noch deswegen. Winona hat es auch und ich liebe es. Da muss ich hin. Was da? Da muss ich hin. Oh, so, jetzt bin ich wahrscheinlich erstmal wieder aus der... Ja. Warte, ich muss einmal kurz aus der Gruppe rausgehen. Da. Vom Köpfchen reden. Ich leg mich mal in Mainz. Ja, ich leg mich auch gleich in Mainz. Ich werde nur einmal kurz das Ding hier, denke ich mal, fertig machen. Und dann geht's für mich auch ab ins Bettchen. Am Dienstag wird sowieso lang genug. Ich habe Dienstag vor, einen 12 bis 16 Stunden Stream zu machen. Also, da kommt dann auf jeden Fall FF3, FF14. Mal gucken, was noch. Morgen sind es nur noch 186 Tage bis zu Endwalker. Ich muss das mir noch vorbestellen. Das will ich da vorbestellen. So, mal sehen, ob ich sterbe oder nicht. Und wenn ich sterbe, dann... weiß nicht warum. Aber jetzt gute Nacht. Gute Nacht, Luna. Und schön, dass du noch da warst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Und einen guten Wochenstart. Das kann was Schönes. So, lass dich da weg. Wie gesagt, hiernach werde ich wahrscheinlich auch direkt mich ins Bettchen hauen und die Schlaf der Gerechten träumen. Machen, tun, sollen. Ich meine, ich habe mein Ziel für heute erreicht, 47, das will ich mehr. Und wie Kurumi wahrscheinlich schon gesagt hat, ja, 10 Level seitdem. Wahrscheinlich. Ich glaube, es sind wirklich 10 Level. Also, ja, doch. Ein bisschen Schlaf habe ich mir, glaube ich, auch mal verdient. Alter, du gehst mir mit deinen... Ihr geht mir mit euren Angst auf Keks. So. Kommt her, ihr... Träuche. Nein, vertauscht.
Okay. Big stirbt jetzt. Sofort Hilfe, Ida und ich werden uns um ihn kümmern. Okay. Das macht ihr doch mit Absicht, nur um den Mats zu ärgern. Ich kann nicht schlafen, gehe an den PC überraschend. Dann kommen da wie ich gehen alle. Zumal sollen wir ihn bringen. In Ordnung, wir treffen uns dort. Ich kann doch auch nichts dafür, Daddel. Ich kann doch auch nichts dafür. Ich meine, warte, wie spät ist es? Gleich 4, ne? Oder? Ja, ist gleich 4. Aber eine kleine Frage an Komi. Kann ich dir eine Freundschaftsanfrage senden? Okay, das hat sich, so hat sich das auch schon erledigt. Danke! Ja. Das ist schon, ich weiß. Ich sehe es. Danke! Nee, weil das ist halt einfacher, dass ich euch auch mal finde. Sehe. Tue. Mache. Mein Gamer-Tourette, ja. Ich gebe ja sowieso erstmal noch die eine Quest ab. Der Wolf ist cool. Wolf ist echt cool. Wie den Wolf. Wir alles haben. Wobei, mit der dicken Katze bin ich zufrieden erstmal. Bis zum nächsten Monat. Mein Mod hat schon gesagt, er verbietet mir bald. Also, Kaya hat verbietet mir bald, dass ich mir Tiere kaufen darf. Weil ich in fast jedem MMO mir irgendein Scheißtier da hole. Es ist aber auch wirklich heftig, was ich da manchmal ausgebe für MMOs. Das ist echt heftig. Und das ist ungewollt. Es ist echt ungewollt. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel ausgeben. Weil was heißt viel? Vielleicht 30 bis 50 Euro im Monat. Ist schon viel. Istolo und Ida, ich bin euch ja so dankbar. Nicht der Rede wert. Hauptsache dir und Bix geht es gut. Ja, ein Glück, dass es euch nichts passiert ist. Ich bin, ja, so froh, dass Bix wieder... Ich kann nicht heulen. Also nicht auf Anhieb. Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet. Ohne deine Hilfe hätten wir vermutlich sowohl Wedge als auch ich daran glauben müssen. Jetzt stehen wir schon zweifach in deiner Schuld. Ich weiß gar nicht, wie wir das je wieder gut machen sollen. Mit Erfahrungspunkten? Unter anderem? Wedge, Bix, ihr seid so schnell nichts hochzukriegen, was? Ha, entschuldigt. Die künstliche Schaffenspause. Ich habe mich heute in einer Fleischbörse angemeldet. Ich komme damit Anfragen aus Sachsen. Sind Sie bekloppt? Ich lebe in Berlin und habe angegeben, kein Auto zu fahren. Oh Mann. Darf ich meinen Augen trauen? Chef, bist du das wirklich? Du glaubst ja gar nicht, was wir uns für Sorgen um dich gemacht haben, Meister. Hast du ein bisschen Rost angesetzt, aber sonst machst du hier noch einen ganz funktionstüchtigen Eindruck. Bix, du Spaßvogel, du erzählst, wie ist es euch ergangen? Was trug sie zu, als der Sonnenwind angegriffen wurde? Die Galeer waren auf einmal über uns. Aus dem Nichts. Sie nutzten das Überraschungsmoment, stürmten den Sonnenwind und nahmen jeden Gefangenen gefangen, der glücklich genug war, ihren Schwertern nicht zum Opfer zu fallen. Wir waren auf dem Vorplatz gerade mit dem Warten von Maschinen beschäftigt. Ich hatte nicht mehr Zeit, meine Schraubenschlüssel drohen zu schwingen. So schnell hatte ich eine Klinge am Hals. Aber der Zugang zur Bucht des Abendsterns steht noch unter der Kontrolle der Legion. Wie konnten sie dann unbemerkt vorbeikommen? Bei meiner Rückkehr zum Sonnenwind fand ich sowohl Horizont als auch die Bucht des Abendsterns unzerstört. Oh Gott. Es gab keine Spur von Kampfhandlungen. Vermutlich haben sie sich mit der finsteren Magie
der Askins direkt an den Ort des Geschehens teleportiert. Was geschah nach eurer Festnahme? Sie haben uns die Augen verbunden, irgendwo hin marschieren lassen und dann auf ein galaisches Luftschiff verfrachtet. Zu unserer Route kann ich leider nichts sagen. Wir steckten nämlich in einem miefigen engen Lagerraum ohne Fenster. Unser letzter Zeitvertreib war es zu raten, welcher unserer Seen als nächstes von einer Ratte angeknabbert werden würde. Hab schon unterhaltsamere Spiele gespielt, das will ich meinen. Mit viel Unterriss kerkerte man in Castrum Centri ein. Nur wir durften eine extra Runde drehen. Castrum Centri, hm? Aber die wissen doch eigentlich, dass wir da rein müssen, oder? Ja, Hallo möchte nicht über den Zaun liegen, ob gefunden wird. Nein. Wirklich nicht. Und wie seid ihr euren Verfolgern gekommen? Am Castrum haben sich auf einem weiteren Schiff mit Kurs auf das Kaiserreich verfrachtet. Das stimmt in Lage. Die Idioten hatten uns in der Nähe des Maschinenraums eingesperrt, sodass wir uns in einem günstigen Moment mit ein paar Verbesserungen am Triebwerk auf den Freiflug bedanken konnten. Das Chaos während der Notlandung haben wir dann ganz genutzt, um uns aus dem Staub zu machen. Ja, Sid lacht. Ich nicht. Wir hatten den Ärger. Beziehungsweise die und wir. Das klingt ganz nach dem guten alten Bix. Du hast kein Stück verändert, mein Lieber. Also die lachen, als wäre nichts passiert, ne? Ich bin dir unendlich dankbar, dass du die zwei in der Kälte dort draußen aufgespürt und sicher zu diesem Turm geleitet hast. Es gibt zwar immer noch viele offene Fragen, aber die Hauptsache ist, dass Bix und Wedge wohlauf und wieder bei uns sind. Jetzt müssen wir nur noch Menfia aus den Fängen der Galia befreien. Freunde, damit wären die führende Kopf der Garland-Metallwerke wieder vereint. Die Welt wartet auf Taten. Worauf warten wir? Ja, abschließen. Nicht mehr lesen müssen. So. Ich würde sagen, für heute mache ich auch erstmal Feierabend. Am Dienstag, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob da der eine oder andere Zeit, Lust hat. Gut, Luna ist jetzt nicht mehr da. Ich denke mal, Luna wird wahrscheinlich sowieso auftauchen. Aber vielleicht hast du, Kurumi, ja vielleicht am Dienstag auch Zeit. Ich weiß auch noch nicht, wann genau. Wahrscheinlich auch wieder abends, aber dann früher. Auf FF14. Huch. Vielleicht hast du ja auch Zeit, Lust, Laune mitzumachen. Vielleicht schaffe ich es dann ja sogar so weit zu kommen, dass wir in der Indie können. Man wäre ja gar nicht mehr so verkehrt. Mein Wasser, wo ist mein Wasser, wo ist mein Wasser? Ja, da ist mein Wasser. Klar gerne. Ja, super. Kannst dann einfach ja, in den Chat kommen oder stell dich einfach mir hier in den Weg. Ich finde sowieso keinen. Es war ein Wunder, dass ich Luna vorhin auf Anhieb gefunden habe. Das ist so selten. Ja, ich muss nächsten Stream füllen wir wieder auf. Oh Mann. Wie gesagt, Dienstag, ich weiß noch nicht, wann genau ich anfange. Ich denke zwischen 10 und 12. 10 und 12 Uhr mittags fange ich an. Und dann machen wir 12 bis 16 Stunden durch. Ich weiß noch nicht genau, wie lange. Angepeilt sind erstmal 12. Und dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch die 16 voll. 24 mache ich erstmal nicht mehr, weil 24 hatte ich erst. Das ist heftig. Das will ich nochmal. Und ja, mal gucken. Mal gucken.
machen wir denn nochmal? Wo ist denn das, was ich suche? Der eine hat ihn noch. Da. Jo. Dann logge ich mich einmal aus. Jupp. Wechsel einmal in diese Szene noch mal kurz. Kann ich hier einmal kurz ausmachen. Aha, meine Emote-Bomben. Thank you.